oder an die Zeit. Zeit ist doch ein schlumpfig Ding. Sommer, Winter, Herbst und Frühling. Jeder Baum und jede Blume, auch die allerkleinste Krume. Au, Wutsche. Hey, Poeti, komm, spiel mit uns. Ja, wirf den Ball her. Manche von uns haben wichtigere Dinge zu erledigen. Hier bin ich, hier bin ich! Nein, 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 Clownsie. Dieser Schuss hat offensichtlich mir gegolten. Sieh dir an, was du angerichtet hast, Clumsy. Ach, herrje, tut mir leid, Schlaubi. Ich fürchte, das ist das Ende unseres Ballspiels. Kein Problem, wir kriegen den Ball wieder. Handy, meinst du, dass wir da runtergehen sollen? Sieht ziemlich gefährlich aus. Sieh mal, da führt ein Weg bis ganz nach unten. Da können wir runterlaufen. Ausgezeichnet, Handy. Wie Papa Schlumpf immer zu sagen pflegt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Papa Schlumpf sagt auch, habe Mut, etwas falsch zu machen, dann wirst du gewinnen. Und weiterhin sagt... Hey, wartet auf mich! Vielleicht ist er ja da drin. Ja, vielleicht, aber seid vorsichtig. Oh, es ist so dunkel und gruselig hier drin. Es gibt nichts, wovor wir Angst haben müssten. Wir sind absolut sicher hier. Hoffe ich. Da ist er. Oh Mann, sieht ja aus wie ein Zimmer. Ich wusste, dass mein scharfer Orientierungssinn uns direkt zum Ball führt. Sieh doch mal, ich frage mich, was da drin ist. Ich weiß nicht, kriegen wir aber raus. Wartet auf mich! Oh! Das sieht ja aber seltsam aus. Sieht aus, als wäre seit 100 Jahren hier keiner gewesen. Oh, wie wunderschön! Oh, oh je! Also hier könnte man wirklich mal sauber machen. Ich habe noch nie so viel Staub gesehen. Und so ein sensibler Schlumpf wie ich sollte möglichst den Staub meiden. Tatsache, hey, seht euch das an! Ach du liebe Zeit, was ist das denn? Das ist ein Stundenglas, Clumsy. Aha, und was macht es? Es zeigt die Zeit an. Was es hier wohl noch zu sehen gibt? Was meint ihr, ob die Kurbel wohl noch funktioniert? Oh! Aber wie... Wie sieht das denn jetzt aus? Es gibt bestimmt eine ganz simple Erklärung für dieses Phänomen. Verstehst du? Diese Pigmente, Oh, hier steht was geschrieben. Vielleicht wird es da erklärt. Genau das wollte ich vorschlagen. Hier steht, lass niemanden den Sand der Zeit jemals verändern. Was bedeutet das? Ja, was hat das zu bedeuten? Vielleicht sollten wir Papa Schlumpf fragen. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Wir sollten auf jeden Fall Papa Schlumpf fragen. Clumsy, wir gehen. Ja, ja, ich komme, Schlaubi. Clumsy, jetzt beeil dich doch ein bisschen. Ich komme ja, Schlaubi, ich komme ja schon. Ach du liebe Zeit, ich habe noch nie einen Vogel rückwärts fliegen sehen. Clumsy, Vögel fliegen nicht rückwärts. Ach, also komm jetzt. Für solchen Unsinn haben wir keine Zeit. Wir müssen Papa Schlumpf wegen des Stundenglases fragen. Ja. Und Papa Schlumpf wird schwer beeindruckt sein, dass ich eine so erstaunliche Erfindung gemacht habe. Naja, aber ich bin ja auch Papa Schlumpfs persönlicher Assistent, deshalb braucht er darüber eigentlich gar nicht überrascht zu sein. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sollten wir uns freuen. Denn schließlich passiert es ja nicht alle Tage. Schlaubi, Schlaubi! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, wie diese Tiere rückwärts laufen? Clumsy, ich hab dir doch gesagt. Nein, er hat recht, sieh doch. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Ja, trotzdem, ja, schnell, trotzdem, Mulch, nicht hier, Maus, nicht warm, halt, nicht nur zwei Helium, nicht. Oh nein, die Schlümpfe gehen auch alle rückwärts. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Alles läuft rückwärts. Was sollen wir denn jetzt bloß tun? Vielleicht hat das Stundenglas irgendwas damit zu tun. Natürlich, der Sand der Zeit. Lass niemanden den Sand der Zeit jemals verändern. Wieso habe ich denn nicht daran gedacht, der Sand der Zeit? Der Sand der Zeit? Versteht ihr nicht? Die Zeit läuft rückwärts. Dann müssen wir zurückgehen und das Stundenglas wieder umdrehen. Genau. Worauf warten wir denn noch? Lasst uns gehen! Hey, wartet auf mich! Hoffen wir, dass es funktioniert. Oh, bin ich froh. Jetzt wird alles wieder normal werden. Und wir können unser Spiel zu Ende spielen. Hey, seht euch das an! Wo ist der denn hergekommen? Sieht genau aus wie unser Ball.
Nanu, hört ihr das auch? Da sind doch Stimmen. Es gibt nichts, wovor wir Angst haben müssen. Wir sind absolut sicher hier. Das ist er. Das klingt wie Schlumpfine und Schlaufine. Jemand versucht zu sprechen wie wir. Lasst uns nachsehen, wer das ist. Ja, niemand redet wie wir und kommt einfach so davon. Wehe, wenn ich dir in die Finger kriege. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Diese Schlümpfe sahen aus wie wir. Diese Schlümpfe waren wir. Aber wie können wir da draußen sein, wenn wir hier drin sind? Vielleicht sind wir ja Opfer einer Massenhysterie. Oder vielleicht sind wir gar nicht mehr wir selbst. Wartet, ich glaube, jetzt hab ich's. Die Zeit lief rückwärts, als wir das Stundenglas umgedreht haben, richtig? Richtig. Und sie lief wieder vorwärts, als wir das Stundenglas in die alte Position brachten. Und das würde dann bedeuten, Dinge, die vorher passiert sind, müssen nochmal passieren. Diese Schlümpfe kamen hierher, um ihren Ball zu suchen. Genau wie wir, bevor wir das Stundenglas fanden. Aber sie haben ihren Ball nicht bekommen. Hier ist er. Ach du lieber, mein Vater, das ist alles so verwirrend. Wo sind sie? Ich meine, wo sind wir denn hingegangen? Papa Schlumpf! Und dann noch zwei Tropfen, das dürfte reichen. Papa Schlumpf! Was ist? Wir spielten in der Nähe des Stony Canyon. Und dort fanden wir eine Höhle. Und da waren Schlümpfe drin, die genauso aussahen wie wir. Schlümpfe? Genauso wie ihr? Wovon redet ihr denn nur? Es ist wahr, Papa Schlumpf. Sehr merkwürdig. Das werden wir uns gleich mal ansehen. Kommt, meine kleinen Schlümpfe, zeigt mir diese Höhle. Oh, ich bin so durcheinander. Was sollen wir nur tun? Wir werden es schütteln, damit es schneller läuft. Leg es auf die Seite. Nein, nein, hört mal zu. Ich habe da einen besonders brillanten Plan. Sei vorsichtig. Nein, so. Was los? Oh nein. Trotz 100. Was haben wir nur getan? Wir gehen lieber mal nachsehen. Ja, ist wahrscheinlich besser. Auweia, auweia. Ist ja so schrecklich still ja, hier draußen. Zu still. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Hey, Schlaubi, guck mal da. Und hier. Und da drüben. Oh, wenn doch nur Papa Schlumpf hier wäre, um uns zu helfen. Da ist der Schlumpfine. Ich fürchte nur, er wird uns keine große Hilfe sein. Oh, armer Papa Schlumpf. Wir Armen. Lasst uns zum Dorf gehen, vielleicht finden wir da etwas. Oh nein. Harmony! Oh nein, Hefty! Torti kommt nicht dazu, seinen Pfannkuchen zu essen! Ich kann das nicht glauben! Das ergibt doch alles keinen Sinn! Es gibt niemanden mehr, der uns helfen kann! Nein, niemanden! Was sollen wir denn jetzt machen? Solange das Stundenglas zerbrochen ist, können wir gar nichts machen! Hey! Wie wär's, wenn wir ein neues Stundenglas blasen? Meine Idee, Handy. Wir brauchen Handfeger und Schaufel, eine schwere Bratpfanne und möglichst viel Glas. Wird gemacht, Handy. Na bitte, wir haben's geschafft. Oh, seht euch das an. Oh, Handy, wir wussten, dass du es schaffst. Gut, dass du meinen Rat befolgt und das Drehlager am Rahmen befestigt hast. Das war der ganze Sand, Handy. Ich habe kein Körnchen liegen lassen. Ich hoffe, dass es auch funktioniert. Es wäre schon gut, sonst stecken wir in großen Schwierigkeiten. Also, los geht's. Es scheint zu funktionieren. Lass uns mal nachsehen. Ah, der Sand der Zeit. Die Zeit und die Gezeiten warten auf keinen Schlumpf. Hey, wartet auf mich! Oh nein! Was haben wir getan? Hier verschlumpfen! Es ist schrecklich! Was machen wir jetzt, hä? Was macht ihr denn hier? Nun, wir wollten gerade, Ist euch eigentlich klar, was ihr getan habt? Ihr habt den Sand der Zeit durcheinander gemischt. Was ist denn nur passiert, Vater? Ich verstehe das nicht. Draußen spielt alles verrückt. Das sind diese kleinen blauen Vandalen. Ich habe sie gerade dabei erwischt, wie sie den Sand der Zeit im Stundenglas durcheinander gemischt haben. Dann werden wir ihn einfach wieder entmischen, nicht wahr? Also sei lieb und gib mir deine Hand. Oh, sehr gern.
Sekunden, Minuten, Tage und Stunden seid ewig durch unsere Kräfte verbunden. Sandkörner fallt langsam herunter, Mond geh auf und Sonne unter. Auch ihr Sterne strahlt und blinkt, als ob der ganze Himmel winkt. Wolken, lasst den Regen frei, schenkt uns Sonne, eins, zwei, drei. Alles sei, wie es vorher war. Also ich sage euch, irgendetwas ist hier nicht in Ordnung. Wir müssen sofort Mutter Natur aufsuchen. Nanu, Schlaubi, Klamsi, Schlumpfine, wo seid ihr denn? Hier sind wir, Papa Schlumpf. Mutter Natur, aber wir... Diese neugierigen Schlümpfe haben an dem Stundenglas von Vater Zeit herumhantiert. Ich verstehe. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Ich sollte sie alle in Kinder verwandeln. Das wäre ihnen sicher eine Lehre. Und nehmt es ihm nicht übel. Am Anfang eines Jahrtausends ist er immer etwas muffelig. Ja, das verstehe ich sehr gut. Kommt, meine kleinen Schlümpfe, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ich bin so glücklich, dass alles wieder normal ist. Ich hasse normal. Ja, meine kleinen Schlümpfe, ihr hattet die Zeit verdreht und habt nun gesehen, wie das so geht. Endlich, endlich habe ich's fertig. Zeit ist doch ein schlumpfig Ding. Sommer, Winter, Herbst Nein! und Frühling. Es scheint, als hätten einige Schlümpfe keine Zeit für große Kunst.